Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Zum Replay-Mittwoch in der ersten Runde sehen wir Bayerlein im T-50-2. Das ist der, naja, Premium-Tier-6-Light der Russen, der früher mal ein normaler Light war, dann aus dem Spiel rausgenommen wurde, überarbeitet wurde und irgendwann gab es den mal wieder zurück. Er ist hier im Platoon mit Kauer und mit Jaknek. Und sie sind hier in einem Tier 6 Gefecht gegen Fünfer auf der Karte Bergpass. Und obwohl die kleine Hütte nur 370 Meter Sichtweite hat, sehen wir schon, mit entsprechender Mannschaft und auch den Premium-Verbrauchsgütern kann man den hier auf die Max-Range ausbauen. Und er fährt hier erstmal an eine Standardposition für einen Light Tank von dieser Seite. Und wir gucken uns mal ein bisschen die Kanone an. 118 Pen. Auf der AP, 165 auf der APCR. Damit passt er eigentlich typisch in das Bild der aktuellen Lights, die immer so ein bisschen eine schwächere Kanone haben. Der Alpha 85 nicht wirklich hoch, 0,38 die Genauigkeit. Allerdings eine Schussfrequenz von Stock 3 Sekunden, wo also im Prinzip dieser niedrige Alpha wieder so ein bisschen ausgeglichen wird. 1,8 Sekunden die Einzelzeit, 7 Grad die Gun Depression, 65 Kilometer pro Stunde der Topspeed. Er kommt nicht hoch genug. Und 34,38 PS pro Tonne das Leistungsgewicht, woran wir halt sehen, dass diese Hütte ziemlich, ziemlich mobil ist. Der T-34 hat hier die Schnauze voll, pusht hier rein, geht das Risiko ein, von der anderen Seite rausgenommen zu werden. Und Bayerlein ist da noch mit dabei mit einem Schuss, aber ja, da geht der T-34 raus. Ist halt zu diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr gewagter Move. Wenn man sich die Minimap anschaut, dann sehen wir, dass das Team hier von den dreien schon recht in der Defensive ist. Also im Westen stehen sie defensiv, an der Brücke stehen sie extrem defensiv schon unter Druck vom Gegner. Unten im Wasser, also im Norden, der T-14 und der 85M können natürlich jetzt auch nicht hoch Richtung A6 oder B6 pushen, denn wenn die Brücke in Hand des Gegners ist, würden sie halt Schüsse in die Seite kriegen. Dementsprechend ist das da jetzt alles schon in einer ziemlich schwierigen Situation. Es steht auch schon 2:4. Sie haben also hier auch schon 2 Kanonen Rückstand und insgesamt sieht das jetzt nicht wirklich gut aus. Der T-14 bleibt jetzt alleine auf D8. Der 85M zieht sich da zurück. Und hier, da wirst du aufgegangen sein. Da hättest du hinter dem Busch stehen müssen und nicht im Busch. Immer so ein gutes Zeichen, wenn der Busch transparent wird, dann ist, dann bringt der beim Schießen auch keinen Tarnwert mehr, sondern geht der Tarnwert verloren. So, pusht der Jumbo da rein. Nein. Na, jetzt kannst du eigentlich an den Busch ranfahren. Jetzt solltest du eigentlich keine Probleme haben. Man müsste halt mal gucken, wohin der gerade schaut, der Jumbo. Er kriegt jetzt ja von der Arti Support. Ah, da ist er wieder. Komm, komm, du kannst schießen. Nein, komm, schieß, schieß, schieß. Oh je. Ja, und jetzt... jetzt wird es schwierig. Jetzt Mobilität einsetzen und wegkommen. Oder hier hinter dem Stein stehen bleiben und hoffen, dass der 85M einen da hilft. Mir fehlt jetzt hier gerade der Einsatz der Kanone. Das ist mir jetzt hier gerade eine Ecke zu zaghaft. An irgendeinem Punkt muss man einfach mal Hitpoints einsetzen und versuchen, die Gegner hier rauszunehmen. Das Ganze hier mit Auto-Aim, das ist auch wieder so ein bisschen Geschmackssache. Aber gut, jetzt geht er raus. Die Brücke wieder halbwegs gesichert. Trotzdem war mir das jetzt hier so ein bisschen zu passiv, zu zaghaft. Man hätte ruhig mal ein bisschen Hitpoints einsetzen können und gucken können, dass man da auch selber noch ein bisschen Schaden anbringt. Im Moment steht er hier bei 359 gemachten Schaden und 388 gespottet. Und das, was ich angesprochen habe, dass das Team hier an allen Stellen schon sehr, sehr passiv dasteht, das ist jetzt auch eingetreten. Also die Nordflanke gefallen, die Brücke im Grunde die einzige Stelle, wo noch ein bisschen Safe Spot ist. Der Westen gefallen, also dort, wo der Jackson und der gegnerische 85M offen waren. Es steht 6:9. Und jetzt muss man halt gucken, dass man hier die Gegner, dass er jetzt als Light versucht, vielleicht ein bisschen zu spotten, auch wenn es auf Bergpass so ein bisschen bekloppt klingt. Aber zu gucken, von wo sie jetzt kommen, sich vielleicht hier in den Busch reinstellen, um den M10 zu spotten. Da ist er. Und auch hier wieder muss ich sagen, warum schießt du?
Ich meine, du hast drei Gunmarks auf der Kiste. Du musst eigentlich wissen oder solltest wissen, wie das richtig hier funktioniert. Du hättest einfach entspannt die 10 Meter hinter dem Busch fahren können. Dann wird der Busch, ist der Busch nicht mehr transparent. Du kannst trotzdem noch locker durchschießen und du gehst dabei nicht auf. War jetzt in dem Fall nicht ganz so prekär wie vorhin gegen den Jumbo-Sherman, aber das kann halt Hitpoints retten oder Hitpoints sichern. So, hier jetzt auf den, okay, der A1 auch keinen Schaden drauf. Zwei Kills sind wir, haben wir jetzt, 400 gespottet, 450 gemacht und jetzt hier der 85M. Auch hier muss ich sagen, das ist mir zu zaghaft. Also es fehlt mir, also man muss ja nicht einfach reinjodeln, aber es fehlt mir das gewisse Maß an Aggressivität jetzt hier. Einfach auch mal die Mobilität des Panzers einsetzen und dann auch mit wirklichem Auto-Aim, wo man es auch dann braucht oder wo es sinnvoll ist, an den Gegner ran, Rechtsklick und dann einfach mal um ihn drum rumjodeln. Das hat mir jetzt hier ehrlich gesagt so ein bisschen gefehlt, denn das ist im Prinzip die Spielweise, die man auf so einer Schlauchmap, wo man nicht wirklich viel spotten kann, wie Bergpass, ist es das, was man halt ein bisschen nutzen sollte, sich die Ziele rauspicken, die gerade alleine sind und dann, ja, einfach mal Rechtsklick und um ihn rum. Das hätte man zum Beispiel beim Jumbo machen können. Jetzt beim 85M mit dem Churchill wäre es ein bisschen schwierig geworden, aber auch da bleibst du hinter der Ecke stehen und guckst dann halt, also das hat mir einfach zu lange gedauert, auch diesen 25 TP, der da noch war, rauszunehmen. Da fehlt mir ein bisschen die Agilität, um das mal so auszudrücken. So, jetzt hier, Churchill 3. Jetzt zu schießen wäre wirklich Blödsinn. Es sind noch drei Artis im Spiel. Die werden alle irgendwo hier hinten eingezielt sein. Da muss man jetzt gucken, dass die eigene Arti arbeiten kann. Jagdneck ist ja noch da in der M44 und auch noch ein anderer Spieler in der SU-122A. Der, ich weiß nicht, wo er gerade hinaimt. Ob er jetzt runter aimt, Richtung DA9 oder aber auch auf den Churchill zielt. Das sehen wir jetzt leider nicht. Der Churchill hat sich scheinbar wieder zurückgezogen. Was haben wir denn noch als Gegner? Wir haben noch den 85M, wir haben noch den Churchill 3. Die waren jetzt beide dort gespottet. Ja, also da bei H6 und der Churchill halt dann an der Auffahrt bei G5. Jetzt ist die Frage, wie lange war der 85M jetzt schon zu? Kann er in der Zwischenzeit so weit durchs Wasser gefahren sein, dass er gleich hier auftaucht? Ah, er guckt jetzt hier, er kommt erstmal nichts, aber das muss nichts heißen. Er kann auch immer noch bei D7 oder D8 gerade gewesen sein und da um die Ecke kannst du natürlich nicht spotten. Es ist jetzt hier, im Grunde fehlt jetzt hier eine Kanone, also eine, die nach Norden spotten kann und eine, die hier spotten kann. Er muss jetzt quasi immer so ein bisschen hin und her fahren, um hier sicher zu gehen, dass die Gegner es ihm nicht flankieren. Und das scheint er, ja, das scheint er auch zu machen. Er will einfach sicher gehen, dass es jetzt keine böse Überraschung gibt. Das finde ich jetzt wiederum ziemlich gut, dass er sich jetzt nicht stur auf eine Seite konzentriert, sondern dass er jetzt sagt, okay, pass auf, ich guck mal hier, ich guck mal dort. Aber jetzt hat er scheinbar so weit die Schnauze voll, dass er jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt das Risiko ein, dass der Churchill und der 85M dort von Westen kommen. Ich will jetzt aber einfach mal gucken, ob ich hier eventuell was spotte. Oder vielleicht fährt er auch direkt komplett durch und holt sich die Artis. Nee, sieht nicht danach aus. Er versucht jetzt tatsächlich, das ganze Spiel von der anderen Seite aufzurollen. Also so ein bisschen den Überraschungsfaktor zu haben. Also einerseits hätte jetzt passieren können, dass er den Gegner hier entgegenfährt. Das wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen. Hätte er gucken müssen, dass er wieder rauskommt. Oder er hat jetzt hier den Überraschungsfaktor auf seiner Seite. Oh, 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 oh. Und guck mal da, da wären die Artis nervös. Das Gute ist, dass die M41 ihn jetzt hier noch nicht gespottet hat. Er hat jetzt wieder auf AP umgeladen. Das finde ich schon mal ganz nice. Und wenn die M41 keinen sechsten Sinn hatte, dann weiß die im Grunde jetzt nicht, was sie gleich erwartet. Da ist der 85M. Er ist tatsächlich über die, ja, wie erwartete oder fast erwartete, oh Gott, die kann, hallo? Die erwartete, über den erwarteten Weg gefahren. Keine Ahnung, warum ich das Spiel jetzt hier rausschmeißt auf den Desktop. So, da ist die Arti raus. Da schießt die andere Arti. Und der 85M ist für ihn, naja, mit Glück ein Two-Shot. Mit Pech
sind es 3 Schuss, die er da braucht. So, da frisst er von der AT, aber das reicht nicht. 7 Hitpoints, kommt er hier rechtzeitig? Oh, Gott sei Dank, er kann seinem Teammate dort das Leben retten. Aber wo ist der Churchill? Also, das ist jetzt echt strange. Warum ist der Churchill da nicht mitgefahren? Und tatsächlich hätte ich jetzt mal geguckt, wo der Churchill steht. Und wäre ihm jetzt auf der anderen Seite entgegengefahren und wäre jetzt nicht wieder hier lang. Wo ist der Churchill? Es steht 12 zu 12. Und der Churchill ist auch, also hat er glaube ich auch noch ein paar Hitpoints. Der ist auch kein One-Shot, vor allem nicht für ihn hier mit 85 Alpha. Der Churchill ist jetzt aktuell eigentlich so ein bisschen das gefährlichste Ziel, einfach weil er natürlich jetzt auf die Artis drauf fahren kann und M44 killt M44. Ernsthaft? Warum bewegt ihr euch denn nicht nach dem Schießen? Da. Also, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum jetzt die gegnerische Arti in der Lage ist zu countern. Da bewegt man sich doch mal. Also, puh, okay, das ist jetzt für mich. Also mal abwarten, wo jetzt die gegnerische M44 aufgeht. Ja, aber okay, die geht dort auf. Also das ist jetzt in meinen Augen schlechtes Gameplay gewesen. Schlechtes Arti-Gameplay. Denn klar, du warst halt offen von dem 85er. Also warum zur Hölle bewegst du dich da nicht? Okay. Bayerlein nimmt jetzt hier den 7. Kill. Nimmt die Arti, die M44. Und jetzt haben wir noch die AMX 13 F3. Und mal gucken, wo die rumsteht. Er bewegt sich erstmal so ein bisschen, damit er ja nicht getroffen wird. Und jetzt bin ich gespannt, ob die da hinten drin steht. Na? Hallo, hallo, liebe Arti. Steht sie hier hinten drin? Oder steht sie oben? Oder hat sie sich verlegt? Ich meine, die Franzosen-Arti ist auch eine nicht allzu langsame und immobile Arti. Aber nein, da oben ist sie. Ja, versucht jetzt hier krampfhaft mit Auto-Aim. Ich merke das schon. Also es ist mir tatsächlich eine kleine Ecke zu viel Auto-Aim. Da hat er Glück. Da hat er Glück. Er bleibt halt dort am Hang stehen. Und jetzt will sie ihn rammen. Wuhuhuhuhu. Meine Fresse. Also das am Ende, das war wirklich, wirklich Glück, dass sie dich hier nicht rausnimmt. Sie trifft dich voll. 14 Hitpoints. Und danach will sie den Rammkill machen, was man absolut verstehen kann. Und einen halben Meter, bevor sie dich rammt, nimmst du sie hier raus und sicherst damit den Sieg und den 8. Kill. Hier sehen wir jetzt die Auswertung von Bayerleins Runde im T50-2. Er bekommt damit das Panzerass. Das bekommt er im Grunde nur, weil er am Ende im Prinzip das ganze Gegnerteam, was da noch übrig ist, mehr oder weniger aufräumt und so seinen Teamkameraden, den Artis, noch hilft, die noch da waren. Es hat mir aber in der ersten Hälfte der Runde, das war mir alles ein bisschen zu zaghaft. Natürlich muss man als Leitpanzer oder als Scoutpanzer immer sehen, dass man am Anfang natürlich seine Hitpoints in einer gewissen Weise sichert und dass man so lange wie es geht halt im Spiel bleibt, weil ein leichter Panzer ist zum Ende einer Runde der gefährlichste Gegner, den man haben kann. Das ist absolut klar. Trotzdem waren da ein paar Situationen dabei, wo ich gesagt hätte, okay, jetzt geh doch mal rein. Das hätte vielleicht auch den Stress am Ende der Runde so ein bisschen erspart, wenn man die Arbeit schon in der ersten Hälfte erledigt und nicht erst am Ende oder in der zweiten Hälfte dann hier das Zaubern oder das Glück auspacken muss, um dann noch die Runde zu gewinnen. Es war das Panzerass, er bekommt den Duellanten, das Wirkungsfeuer, die Radley Walters Medaille für mindestens 8 Kills, die Dimitrio Medaille für mindestens 3, also ja, mehr geht nicht, 3 Artis halt, und Top Gun für mindestens 6 Kills, ist klar. 1500 Schadenspunkte gemacht, 8 Kills. Ich glaube, er kommt hier nur in Kombination mit den Kills wirklich auf die nötigen Erfahrungspunkte, um das Panzerass hier für diese Runde zu bekommen. Wir sehen auch, das Panzerass scheint bei diesem Fahrzeug nicht allzu weit oben zu liegen. Denn 1191 Erfahrungspunkte, das ist ein sehr guter Wert, aber es geht auf jeden Fall definitiv noch besser. Spotting 723, also hier sehen wir definitiv, die Runde kommt über die Kills. Es war teilweise ein bisschen APCR dabei, deswegen gibt es hier 29.000 Minus, insgesamt mit Premium Account 7.000 Minus und mit persönlichen Missionen,
Premium-Fahrzeug-Bonus, Platoon-Bonus sind es hier am Ende 9.700 Erfahrungspunkte. Legen wir los in die zweite Runde und auch hier sehen wir einen Tier 6 Panzer, diesmal gespielt von Horst aus unserem Community Clan und er sitzt im Type 4 Chito. Ja, das Ding heißt wirklich Type 4 Chito, hat aber mit dem Heavy Japaner nichts zu tun. Das ist ein japanischer Medium auf Tier 6 und Horst spielt den gerade, weil wir ja eigentlich ein geplantes Video zum Sima Japaner haben, wo ich gerne mal wieder ein Video Horst versus Shy machen will. Und deswegen sind die beiden gerade dabei, diese Japaner-Linie zu grinden. Und Horst hat mir jetzt hier ein Replay vom Sechser geschickt. Er ist hier auf El Haluf in einem Begegnungsgefecht. Der Cap-Punkt ist also unten an dem kleinen Berg, wo der T71 gerade steht. Und er ist hier mit Tier gegen Sima. Die Hütte ist ein Medium-Panzer. Ist für einen Medium-Panzer aber, wie soll ich sagen, relativ gemütlich unterwegs. 45 km pro Stunde Top-Speed. Und ein Leistungsgewicht von überraschenden schlechten 12 PS pro Tonne. Ansonsten hat er aber sehr, sehr gute Hitpoints. 820 von den 6er Medium, wirklich sehr gut. Und ihr seht schon, der hat als Premium AP und als Standard AP Munition. Das muss noch nicht mal unbedingt schlecht sein. 155 Pen auf der Standard und 186 Pen auf der Premium. Das sind für 6er Mediums wirklich sehr gute Werte. Damit kann man auf jeden Fall ordentlich arbeiten. 130 der Alpha, 0,36 die Genauigkeit, 2,1 Sekunden die Einzielzeit. Hier hat ein bisschen Gun Depression gefehlt auf den KV-1. Er hat allerdings eigentlich 10 Grad, mit dem er gut arbeiten könnte. 3,8 Sekunden der Stock Reload. Also das heißt, die Kanone schießt echt schnell. Was er halt wie gesagt nicht hat, ist so Mobilität und auch Panzerung. Aber, ja, also die Kanone scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Man muss halt einfach nur ein bisschen mit dem Panzer vorsichtig sein, weil er ist halt, wie gesagt, weich. Und dafür hat er aber, wie gesagt, ein paar Hitpoints. Er hat jetzt schon 500 Schaden gemacht, 121 gespottet. Der Gegner steht jetzt unten im Cap. Und die Artis knallen hier an den klassischen Spot hin. Da muss er halt aufpassen. So, da kommt jetzt der Leo hoch. Nee. Da drüben noch der T50. Auf den möchte er gerne. So, hallo. Ah, Mist. Da steht auch noch ein T34-85, der ihm jetzt hier eine einschenkt. Also dieses Peek-a-Boo-Spiel, das wird er da verlieren. Dafür hat er einfach nicht genug Panzerung. Jetzt muss er mal hier gucken, ob er dort auf den T50 draufkommt, ne? Ah, nee. Okay, der fährt ganz hinten in der kleinen Senke hoch. Da kommt er nicht ran. Es müsste jetzt dann irgendwann mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Beim Begegnungsgefecht läuft der Counter auf jeden Fall deutlich langsamer. Aber irgendwann muss mal jemand in den Cap, um den Cap anzuhalten. So, er hat jetzt leider nicht gesehen, dass er auf den T50-2, der dort bei dem IKV steht, schießen könnte. Das hat er jetzt leider nicht mitbekommen. Da hätte er schießen können. Er orientiert sich eher jetzt weiter wieder nach oben, um jetzt hier den Leo zu ärgern. Der ist im Prinzip erstmal so mit der gefährlichste Gegner, weil der halt einen sehr, sehr hohen Alpha hat. So, da drüben T50. Den kann er auf Kette setzen. Kann er den auch noch rausnehmen? Ja, den Trade kann er auf jeden Fall machen. Der T34 kümmert sich nicht um ihn. Ist der AFK? Boah, und er schießt ja auf den eigenen, weil der eigene ihm in die Kanone fährt. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Aber egal, ist nichts passiert. Der T34 geht jetzt raus. Müssen wir mal gucken, ob der VK hier noch steht. Nee, der steht hier nicht mehr. Aber er kann von hier aus halt... Hallo! Ja, er kann von hier aus wunderbar in den Cap schießen, was mir auch sehr gut... What? Was mir auch sehr gut gefällt, würde ich sagen, dass er hier versucht, immer die Kette zu ziehen. Und der eine Kettenschuss, den er da ansetzt, der prallt ab. Da ist der Schuss wohl ganz minimal auf die hintere, obere Platte der Wanne gegangen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der ist bei 1400 Schadenspunkten. Und ja, jetzt ist der Cap erstmal unterbrochen, weil jemand reingefahren ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Diese Möglichkeit hat man ja im Begegnungsgefecht. Und jetzt guckt er, dass er irgendwo da... Oh, IS. IS ist halt auch fies, ne? Weil der einfach mit dem Alpha, den er hat... versucht da irgendwie den Turm zu treffen. Mit dem Alpha, den er hat, kann er ihm hier echt wehtun. Und er trifft ihn da sogar. Also die Kanone, wenn man eine entsprechende Mannschaft hat, 0,36 Genauigkeit. Das heißt, mit einer Lüftung oder so,
und einer Mannschaft, dann kommt man bestimmt so auf relativ gute Werte, so um die 0,33 oder so. Könnte ich mir vorstellen. Und das ist für Tier 6 schon relativ präzise. Und auch die Einzielzeit, ja, die ist okay, ne? Also das ist jetzt hier kein Leopard 1, das ist klar. Aber alles machbar. Es steht 9:9. Relativ spannende Runde. Der Cap ist erstmal gesichert. Am Startpunkt in der Basis war jetzt ein T-50-2. Der hat sich vermutlich die Artis geholt. Habe ich jetzt nicht richtig aufgepasst. Unten irgendwo ein LTG. Der M7 fährt ihm entgegen. Oben beim Gegner bei H4 noch ein M10. Ansonsten, was ist das andere noch? Das ist ein Stritzwagen, der ganz hinten gespottet war. Und jetzt sehen wir hier schon, ach, die Mobilität. Okay, das ist das, was das Fahrzeug nicht wirklich gut kann. Denn jetzt in Position zu kommen, dass man hier auf den T-50-2 schießen kann, das dauert halt Ewigkeiten. Aber da ist er, der Kollege. So, er trifft ihn auch. Das Gute an der AP ist, also an der Premium-AP, beziehungsweise bei Premium-APCR ist es ja so, dass die schlechtere Normalisierung hat und auf Distanzen prozentual deutlich mehr an Pen verliert als AP. Also dadurch hat die Premium-AP auch die diverse Vorteile, muss man sagen. Auch wenn er die jetzt hier nicht gebraucht hat gegen die T-50-2. Aber das kann schon den Vorteil haben, Premium-AP statt APCR zu schießen. Wenn man damit klarkommt, dass man halt nicht so eine hohe Fluggeschwindigkeit hat, der Granaten. Aber das sind halt einerseits die Vorteile der APCR und die anderen Vorteile der AP-Munition. Hat halt beides seine, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Und auf Tier 6, glaube ich, ist das mit der APCR gar nicht so notwendig. Da ist man, glaube ich, mit einer Premium-AP teilweise sogar besser bedient. Aber das ist nur so eine Hypothese von mir. So, da ist die erste Arti. Der VK traut sich natürlich nicht, weil er ist One-Shot. Da ist der M10. Grille geht da raus. Er wird jetzt dadurch gespottet. Er muss aufpassen. Es ist ja noch eine zweite Grille am Start. Er fährt jetzt hier rückwärts. Macht er jetzt hier Reverse-Side-Scraping mit einem Cheeto. Ich lach mich kaputt. Und er trifft ihn. Er trifft ihn. Meine Fresse, okay, Horst, das musst du uns in den Kommentaren mal erklären, warum du hier angefangen hast mit Reverse-Side-Streaming. Oder wolltest du nicht erst drehen? Hast du dir gedacht, ehe ich jetzt anfange mit drehen, dauert das zu lange, deswegen fahre ich jetzt rückwärts daran. Aber er macht er hier weiter das Spielchen? Okay, er versucht wegzukommen. Das Problem ist der Stritzwagen eigentlich. Wenn der Stritzwagen nicht auf der anderen Seite wäre, könnte man hier locker quasi so bei E3, F4, also könnte man dort quasi am Hang lang fahren und versuchen, die Arti und den M10 zu flankieren. Aber dadurch, dass wenn man dort dann gespottet wird, könnte der Stritzwagen von der anderen Seite einem easy peasy abfahren. Und das ist natürlich das, was man überhaupt nicht haben will. Deswegen muss man jetzt im Zweifelsfall einfach erstmal gucken, wo der Stritzwagen ist. Es ist ein Begegnungsgefecht, ja. Sie können da hinten nichts einnehmen. Er ist hier in Cap-Nähe, das ist alles gut. Wenn jemand in den Cap reinfährt, ist er sofort da, um darauf reagieren zu können. Also von daher alles in Ordnung. Und Hitpoints hat er auch noch. Aber er muss natürlich aufpassen. Der gegnerische Stritzwagen, das ist der Premium. Und der hat einen 4-Schuss-Autoloader, also 4-Schuss sind es, glaube ich. Und ja, der kann ihn dann natürlich, kann er ihn One-Shot, also One-Clip rausnehmen? Ich glaube schon. Also da muss er aufpassen. Warte mal, der hat noch 110 Alpha. Ich kann es gerade einfach nicht sagen, ob der Stritzwagen ihn hier One-Clip rausnehmen könnte, wenn er jede der 4 Granaten trifft. Aber egal, man will so oder so den Clip jetzt nicht haben, denn dann ist man nämlich gegen den M10 und gegen die Grille ein bisschen schlecht aufgestellt. Und ja, sie müssen jetzt einfach so ein bisschen abwarten. Also da ist der Stritzwagen. 480 Hitpoints hat er noch. Der hat also wieder die Seite gewechselt. Das finde ich sehr interessant. Was macht denn der VK da? Keine Ahnung. Also der VK hat da gerade sich ganz komisch bewegt. Hat, glaube ich, den Arsch zum Gegner gezeigt. So, Horst guckt jetzt hier. Der VK guckt dort. Das Problem ist, wenn Horst hier reinfährt, dann wird er vermutlich auch vom M10 von hinten abgefahren. Deswegen ist es ja eigentlich bloß erstmal so ein Spotten. Kommt der Stritzwagen vielleicht hier lang? Aber nein, er kommt dort lang. Da ist die Arti, da ist der M10, jetzt kommen sie beide, wollen ihn halt pushen. Der VK brennt, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt muss der, ja, das war schon mal wichtig. Der M10 geht raus und der Stritzwagen ist jetzt ein Two-Shot. Eins, und der scheint noch im Reload zu sein. Jawohl, sehr, sehr, sehr gut. 7 Kills, 2700 Schadenspunkte. Und jetzt ist im Grunde nur noch die Arti.
Er hat jetzt hier kurz gewartet, dass er zugeht. Man hätte auch einfach warten können und dann auch von der anderen Seite ranfahren können, ne? Also, wie gesagt, unten am Hang. Denn nur wenn man jetzt hier zugeht, kann die Arti trotzdem noch dahin schießen an die Ecke und kann ihn hier treffen. So, er wird jetzt hier gespottet. Krass, wo steht denn die Grille, dass sie ihn hier spottet? Ich meine, er fährt hier... Also, vor allem, sie geht beim Schießen... Lol, okay. Sie geht beim Schießen nicht auf. Er fährt ja mit Premium-Verbrauchsgütern, hat Max-Range... Und die Grille steht scheinbar so beschissen hinterm Busch, dass sie trotz des Schießens nicht aufgeht. Alles klar. Und sie spottet ihn auch noch eher. Das hätte jetzt auch noch anders ausgehen können. Wobei er natürlich noch einiges an Hitpoints hat. Aber man weiß ja nie. So ein Amorek kann auch von der Arti passieren. Hier ist die Auswertung. Und wir sehen, mit dieser wirklich hervorragenden Runde bekommt Horst das Panzerass. Er bekommt den Schläger, den Demolition Extra, den Sprengmeister, Wirkungsfeuer. Auch er macht hier die Radley Walters Medaille. Also mindestens 8 Kills. Er bekommt die Pascucci Medaille. Er hat nur 2 Artis gekillt. Und natürlich auch Top Gun obendrauf, weil er mindestens 6 Kills gemacht hat. Er geht hier mit über 3000 Schadenspunkte aus dieser Runde raus. Mit Abstand der Beste hier aus seinem Team. 8 Kills, 1675 Erfahrungspunkte Basis. Also hier sehen wir eine super, super gut gespielte Runde oder auch von den Ergebnissen halt. Er macht noch 1000 Spotting. Ja, es war halt ein bisschen Premium AP dabei. Die Verbrauchsgüter kosten auch die Credits, also 20.000, also die Premium Verbrauchsgüter. Und dementsprechend ist es hier ein Minus mit Premium Account von fast 15.500 und insgesamt sind es 2.500 Erfahrungspunkte, was natürlich sehr, sehr gut ist, weil ich weiß ja, dass Horst zum 7er will, dass wir uns bald ein Video Horst vs. Shai im 7er Medium Japaner anschauen können. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt eure Meinung zu beiden Gefechten sehr, sehr gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und YouTube. Das sind Parsival, Kedö, Kulle, Krongsturm und 122er und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.